Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, Riesling was my first love. Das ist die Rebsorte, die mich schon sehr früh berührt hat. Und das liegt vor allen Dingen an meiner ersten Sommelierstelle. Denn mit gerade mal 21 Jahren fing ich in Wiesbaden in der Ente an. Und Wiesbaden ist eine Stadt, die im Rheingau liegt. Das ist eines der historischsten Riesling-Anbaugebiete der Welt, unweit von Frankfurt am Main gelegen. Entsprechend habe ich heute auch einen Riesling für euch mitgebracht, und zwar aus der Pfalz, einem anderen historischen Anbaugebiet. Und ein Riesling, der eine Auslese ist. Das ist ein sogenannter Prädikatswein, der dann entsteht, wenn die Botrytis, sprich die Edelfäule, die Trauben schon recht weit bearbeitet hat, sodass sie fast aussehen wie Rosinen, aber noch nicht ganz. Und dadurch sehr, sehr viel Zucker mitbringen. Und das merkt man dann auch im Glas. Man hat einen sehr güldenen Süßwein, der an der Nase typisch Riesling wahnsinnig viel aromatische Frucht hat, viel Grapefruit, viel exotische Früchte, viel Litschi, viel Zitrone, aber auch deutliche Mineralität. Und am Gaumen dann wirklich so eine mundauskleidende Süße, diesen Säurekick, der dann hinten reinschlägt, und dieses Aromenfeuerwerk, das wirklich stark von den Zitrusnoten geprägt ist. Das gelingt vor allen Dingen, wenn man biodynamisch arbeitet, wie es hier zum Beispiel Bettina Birklin und ihr Team gemacht haben vom sehr historischen Weingut Dr. Birklin-Wolf. Das hat verschiedenste, sehr berühmte Lagen an der Mittelhart, die sie selber fast schon burgundisch in Premier und Grand Cru einstufen. Hier habe ich jetzt im Glas einen sogenannten Village oder Ortswein aus Wachenheim, und zwar im Jahrgang 2017. Wenn ich euch eins mit auf den Weg geben möchte, was mir wirklich am Herzen liegt, dann trinkt mehr Süßwein. Denn Süßwein kann für sich, so wie dieses schöne Gläschen, ein wunderbares Dessert sein aufgrund seiner Süße, kann aber natürlich auch mit ganz, ganz vielen Desserts tatsächlich mithalten, gerade wenn eine Orangen- oder Zitronennote ins Spiel kommt. Und gerade deutsche Rieslinge sind sehr, sehr leicht. Diese Auslese hat zum Beispiel gerade mal 9%, sodass man so ein halbes Fläschchen auch ab und zu mal alleine wegschlürfen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch zum Wohl viel Spaß mit dem Riesling und genießt's! We'll be right back.